Davon wird es am Wochenende in Deutschland wieder deutlich mehr geben, wenn auch nicht ganz so wolkenlos. Trotzdem, es wird besser. Das Hoch ist am Freitag reingerutscht. Allerdings ist das mit Hochs im Herbst immer so eine Sache. Da ist die Sonne-Wolken-Verteilung sehr unfair. Können wir auch hier auf dem Satellitenbild von Freitagmittag ganz gut sehen. Da gibt es Ecken, die sehr sonnig sind. Dazwischen aber auch viele Regionen, die immer noch wolkig und trüb sind. Sieht ein bisschen aus wie ein Flickenteppich. Und ziemlich ähnlich wird das dann auch am Wochenende der Fall sein. Der Samstag fängt wieder sehr häufig grau an mit Nebel, Hochnebel. Und der ist auch durchaus wieder sehr zäh, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern, gerade in den Niederungen, vor allem Richtung Donau-Bodensee. Da kann es sehr lange dauern, bis die Sonne da rauskommt. Nach Osten hin kann sie sich von Anfang an etwas besser durchsetzen. Aber auch sonst, sie kommt wirklich im Laufe des Tages raus, die Sonne. Es gibt dann so einen Mix aus ein paar dickeren Wolken und Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags zieht es sich allerdings in der Nordwesthälfte, also so etwa von Nordrhein-Westfalen bis zur Kieler Bucht, langsam aber sicher wieder zu, bleibt aber bis zum Abend noch trocken. Und es wird insgesamt auch etwas wärmer als in den letzten Tagen. Im Norden, vor allem an den Küsten, 12 bis 13 Grad, sonst 14 bis 17. Und am Oberrhein und auch im alten Vorland mit Sonnenschein durchaus an die 19 Grad. Die Wolken, die hier kommen, das ist eine Kaltfront und die zieht dann in der Nacht zum Sonntag weiter nach Südosten, bringt auch teilweise ein bisschen Regen und Nieselregen mit sich, liegt tagsüber, vor allem morgens, dann erstmal noch über der Südosthälfte, fängt also gerade hier in diesem Streifen durchaus auch wieder erstmal grau an, hat sich auch durchaus wieder Nebel dahinter gebildet, der sich wieder auflösen muss und dann im Laufe des Tages ziehen aber auch diese Wolken und Regenfelder langsam aber sicher weiter nach Südosten zurück. Also es wird trockener im Laufe des Tages, dahinter setzt sich die Sonne wieder durch. Also insgesamt wird auch der Sonntag eigentlich ein ganz freundlicher Tag werden. Man braucht wieder ein bisschen Geduld. Er wird nur wieder etwas kälter. 11 bis 14 Grad im Süden sind es teilweise aber auch noch mal 16 Grad. Also viel klagen kann man im Grunde nicht. Es wird eigentlich ein ganz freundliches Wochenende, vor allem ein ruhiges Wochenende. Insofern wünsche ich viel Spaß.